Hallo und herzlich willkommen zu den Let's Play von Farmarama. Und ja, es ist mal wieder Gruselnachtzeit und ja, es wird wieder eine Special-Folge werden. Die wird auch wieder ein bisschen länger als 15 Minuten. Das ist jetzt erstmal nebensächlich und ich würde sagen, ich geh mal und ja, ich habe mir mal ein bisschen was gegönnt, habe mir einen Mähdrescher und ja, die Sämaschine und den Stalldingens hier geholt. So geht es am schnellsten. So, was benötigen wir? Letztens hatten wir ja gesagt, ja, ich gehe mal kurz hier hin, guck mir mal, ist wieder alles so wie beim Alten? Ich glaube, ist jetzt nichts Neues dazugekommen. Nein, ist nichts Neues dazugekommen. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind in einer gruseligen Pferdestube? Ah, ja, ja, okay. Ich hatte ja letztens... ich hätte aber auch gern einen Krähenstall. Beides, ich glaube, beides hatten wir noch nicht. Ich würde sagen, ich mache einfach mal Krähenstall. Und dazu benötigen wir noch diese wunderbaren Terrorpflanzen, die ich auch gerne mal die Krabben nenne. Und die Gehirne, den Hirnkohl und natürlich den Fußpilz und die Klubschaugenstrauch. So. Gut, dann würde ich sagen, dann mache ich das, was am schnellsten geht. Ich schätze mal, das ist der Fußpilz. So. Schnell draufgepflanzt. Wo ist der Fußpilz? Ah ja, hier. So. Ein bisschen Wasser drauf. Dann dürfte es jetzt nicht allzu lange dauern. Naja, es geht. Naja, es geht. So, habe ich ein bisschen Superdünger mit drauf und dann geht's. Gut, aber die Gruselnacht ist nicht das Einzige, was wir heute uns unter... Ja, ich kriege diesen Satz nie richtig hin. Ja, nehmen wir uns heute zum Augenschein. Ich gehe dafür mal auf die Landkarte. Zurück zum Acker. Und ja, ich hatte ja letzte Folge gesagt gehabt, also die von der gestrigen Folge, da hatten wir ja das Farmarama freigeschaltet. Und jetzt ist es tatsächlich so weit, dass ich hoffe, dass es jetzt fertig ist. Was war das? Achso, das war der Elefant. Ich bin es nicht gewohnt. So, ich ernte. Mal gucken. Mist. Mist. Nein, es fehlt was. Okay, naja, ist nicht so schlimm. So. Haben wir noch ein bisschen Wasser drauf. Vielleicht ein bisschen Dünger. So, was können wir denn noch drauf machen? Ach, das geht mir zu. Das ist echt, ich muss sagen, diese Erntehelfer und so, die sind ziemlich praktisch. Gerade wenn du ein bisschen, ja, langsam mit der Maus bist, ist das schon ziemlich praktisch. Na gut, da kommen wir in 5 Minuten nochmal hier vorbeigeschneit. So. Und ja, ich sagte ja, die Gruselnacht ist nicht das Einzige, was neu ist. Ja, es ist nämlich jetzt auch, wenn wir hier auf die Üchern gehen, haben wir auch den geheimnisvollen Stallmeister. Ich gehe mal drauf. Los geht's. Und zwar haben wir wieder die Chance auf einen geheimnisvollen Stall. Das wird sich allerdings erst zeigen. So, wenn man nämlich hier jetzt kauft, so kauft man sich für 15 Tulpengulden. Ich habe es aber schon alles gemacht, habe sie schon gesetzt. Und da muss ich auch sagen, ich war da ein bisschen ungeduldig. Da habe ich ein paar schon, ich glaube, das waren nur 3 oder so. Ja, da war ich wirklich so neugierig, da musste ich ja gucken, was das eher ist. Du kannst ja, ich gehe mal drauf, so, gehe mal weg. Man kann sich davon auch mehrere holen und ich habe alle, die ich, ja, und ihr seht, ich habe hier schon einiges. Ich zeige das euch nochmal. Warte, geht gleich los. So, wenn man sich nämlich hier einen kauft und sagt, ja, jetzt wüsste ich aber gerne schon sofort, was es ist,
Oder muss ich mir jetzt irgendwo Platz machen? Ja, nein. Ja, nein. Ich mach mal den Ziegenstall weg. So. Dann. Ach so, ich hatte ja noch ein paar im Inventar. Ach, wie wunderschön. Gut. So, das Ganze dauert 5 Stunden. Ne? Und man bekommt danach, wenn es fertig ist, 800 Erfahrungspunkte. Und wenn du jetzt wirklich meinst, ja, die Wartezeit ist mir viel zu lange, dauert mir viel zu lang, kannst du auch sagen, hier, ich gebe 6 Tulpengulden dafür aus. Wenigstens weiß ich dann, was es danach ist. Ja. Und wir haben einen Mausstall bekommen. Yippie. So, und was ich sagte ja vor uns, dass ich vor uns ein bisschen neugierig war. Und ich zeige euch mal schnell, was dabei rausgekommen ist. Und zwar ein Taubenschlagstall, also ein Taubenstall. Dann haben wir, was super ist, habe ich mich sehr drauf gefreut, eine Daunenfeder-Sammelstation, Maulwurststall und Waschbärstall. Was war es noch? Waschbär. Ach ja, hier ein Hasenstall Orange und ein Hamsterstall. Ja, da habe ich mich sehr drüber gefreut. So, dann, ja, was gibt es denn eigentlich alles zu gewinnen? Also, beziehungsweise, es ist eigentlich eine ganz schöne Glückssache. Es ist ja auch einmalig. Dort kannst du jetzt auch den Frosch bekommen oder auch Quaki genannt. Den kriegst du aber wirklich nur mit viel, viel Glück. Und da brauchst du wirklich Glück im Maßen. Ja, was kann man alles bekommen? Zum einen ist der Bärenstall, der ist noch mit dabei, das letzte Mal jetzt. Ich habe keine Ahnung, warum. Das war auch schon beim letzten Mal so, dass der Vogelbeerbaum nicht mehr da ist. So, und da habe ich auch das Problem bei meinem anderen Account. Da habe ich jetzt einen Adlerstall bekommen und ja, kann aber nichts, kein Futter machen, weil ich keinen Vogelbeerbaum habe. So, egal. So, ja, Bärenstall zum letzten Mal da. Igelstall ist jetzt mit drin, also ne, ist mit dabei. Storchstall, Maulwurf, Adler, Hamster, Haus, nicht Haus, sondern Mausstall, Mäusestall, Taube, Fuchs, Katze und Waschbär. Das sind so die Sachen, die mit dabei sind. Habe ich jetzt eins vergessen? Ich glaube nicht. Ja, die sind dabei mit, kannst du mit viel Glück bekommen hier. Ich habe ja auch schon Fuchsstall. So, und ansonsten kann es ab und zu auch kommen, dass man auch so einen normalen Stall bekommt, wie so ein Stall mit Hühnern hier oder so, oder Hasenstall. Ich glaube, das sind dann immer nur solche Upgrades. So. Ja, und ich würde sagen, ich gehe hier mal auf Ernten, denn ich bin gespannt, was wir alles bekommen. Ach, und guckt mal. Ach, wir haben Glück. Wir haben wirklich Glück. Guckt mal, wir haben einen Froschteich. Hohoho. Und wir haben auch einen Adler. Na super. Nochmal zum Thema Adler. Und hu, ich freue mich gerade. Wir haben. Ach, guck mal, hier ist noch einer. Zwei. Das ist ja fantastereus sozusagen. Ach, ist ja schön. Ich grinse mir hier gerade einen zurecht. Und hier ist auch nochmal ein Adler. Ich gucke nochmal alles durch. Mausstall haben wir nochmal bekommen. Oh, einen Hühnerstall, orange. Ententeich, orange. Ententeich, orange. Wieder ein Hamsterstall, Frosch. Das war schon. Waschbär, Adler. Ah, und hier auch ein Maulwurfsstall. Das ist auch okay. Auch hier wieder Hasenstall. Ja, Haufen Hasen und Enten haben wir jetzt. Und das Schönste dabei ist tatsächlich, wir haben Froschteiche. Das ist wunderbar. Wozu die jetzt noch gut sind, ne? Vielleicht kommt ja bald eine Quest. So, ich habe ja schon mal Futter vorbereitet gehabt. Gib ich dir mal schnell was. So, zack. Ich kann noch mal gucken hier. Ich gehe mal kurz hier drauf. Ja, klar. Hier war das. So. Ja, hier haben wir noch kein Futter. Ich glaube, da können wir auch noch nicht gucken. Ich guck mal wegen Maulwurfsfutter. So, Maus.
Auf Maus hatten wir auch, richtig? Gut, hier muss ich Mais anpflanzen. Maulwurf. Ah, hier. Ah, okay, da fehlen mir Kartoffeln. Fuchs, haben wir noch. Katze haben wir keine. Die will Milch. Oh, okay. Taube. Waschbär, dies und das. Ich hätte mich mehr gefreut, wenn es auch ein Stinktier dazu gäbe. Das wäre fantastourös sozusagen so. Und ja, hier Vogelbeere. Da muss man sich das dann halt wirklich kaufen. So. Ja. Da gehe ich wieder hier zurück zum Grusel-Event. So, wie lange brauchst du noch? 19 Minuten. Ich glaube, jetzt sind auch 5 Minuten um. Da gehe ich nochmal schnell zurück zu Bahama Rama. Mal gucken, es müsste doch jetzt fertig sein. Ja. So, bist jetzt fertig? Yay. Okay, also hier ist tatsächlich. Boah, ich habe mich gerade mental eingestellt, gerade ein bisschen Lärm auf dem Ohr zu haben. Okay, also wenn du ein Level erreichst, bekommst du diese Bananen hier. Ich weiß gar nicht, ob das immer 5 Mal sind, aber ich schätze mal schon. So, und diese brauchst du, um dir was freizuschalten. Da gehe ich mal zum Affentempel. So, das ist der Affentempel. Das ist scheinbar der Affenmeister, der Affentempelmeister. Und hier müssen wir uns das Ganze freischalten. So, zurzeit ist das noch freigeschaltet. Und das ist das Einzige, was wir jetzt noch haben. Müssen wir also nicht mehr freischalten. Und so, das Prinzip hier im Affentempel ist wie folgt. Wenn du sagst, ja, hier ist etwas, was du brauchst, hier zum Beispiel das Panda-Gehege, kannst du nicht, wenn du hier bist oder da, kannst du nicht sagen, ja, ich möchte das dort freischalten. Ich glaube, das geht nicht, es sei denn, du hast so viele Bananen, dass du es bis dahin freischalten kannst. Ansonsten ist es so, dass du erst das und dann erst das machen kannst. So. Ja, gut. Gehe ich hier hin. Gibt es denn hier etwas schon, was wir freischalten können? Hier zum Beispiel haben wir die Maracuja-Statue. Die Maracuja-Pflanze ist das. Und die können wir uns schon freischalten. Ich weiß nicht. Platz, okay, Platz können wir uns noch nicht freischalten. Dann würde ich sagen, wir machen Maracuja. Ja, bitte. Die Geräusche werden immer anders. So. Dann gehe ich mal schnell hier aufs Blitz. Ah, Maracuja. So, und jetzt finden wir den auch tatsächlich im Shop hier. Na, ich kaufe nie so viele. So, 50 müssten reichen. Fürs Erste. Und das nächste, was man sich dann freischalten kann, ist Zimt. Das ist auch noch. Das ist hier dann. Und das kostet dann 4 Bananen. So viel dazu. So, aber 4 Bananen haben wir nicht. Wir haben noch 3 und der Anfang geht eigentlich recht flott. Huch. So bin ich zum Affentempel gekommen. So. Ja, so viel dazu. Umso mehr Platz, umso mehr hast du Platz zum Anpflanzen. Das ist immer gut. Aber so viel, ja, das kommt später noch. So, und auch hier ist was ganz anders. Ich glaube, das ist hier. Ah nein, das war in der Stadt. Mit diesen Aufträgen. Da müsste ich auch irgendwann mal hin. Das finden wir hier in der Auftragsstube. Da müsste dann unten. Oh, die ist neu. Oder? Also ich habe die bislang noch nie gesehen. Megan Fox. Fuchs, okay. Megan Fuchs. Ist klar.
Ich finde das so oder so ein bisschen lustig hier in der Auftragsstube. Hier zum Beispiel dieses Wiesel hier, Vin Wiesel oder auch Vin Diesel, Brett Schmidt oder Brett Pitt, Robbe Wilhelm, William, so, Robbie Williams, ja, Tony Macaroni, da weiß ich jetzt nicht, nee, weiß ich jetzt nicht. Britney Spargels, Britney Spears, Naomi Campbell, Camel, ne, ihr wisst schon, Justin Bieber, Rino, Anna, Rihanna, ist schon eine lustige Sache. So. So viel dazu. Ja. Wie weit sind wir hier schon? Ach so, ach ja, ja, jetzt sieht man schon langsam, wie der Fußpilz gedeiht, wie er sich so anfrisst, so an den Fuß. Oh, das ist so ekelhaft. Uah. Ich weiß überhaupt nicht, wie man auf die Idee kam, Fußpilz. Das ist echt, ja. So. Ja, und ja, wir haben Froschteiche. Jetzt würde ich aber auch gerne wissen, was das im Inventar ist. Aber ich habe keinen Platz mehr. Oder? Ein Moment, da guck ich mal schnell. Geht das? Nein. Das hatte ich mir nicht geholt. Warum auch? So, können wir die noch eventuell irgendwo noch, irgendwo, ja, hier so. Ich bin ja so neugierig. Nein, da können wir nichts mehr hinsetzen. Nein. 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 Naja. Komm, ich will wissen, was das ist. Komm, zeig's mir. Ja, wir haben einen Bärenstall. Und der im Übrigen auch zum letzten Mal dabei ist. Das ist wunderbar. Ja. So. Ich kann ja dann später nochmal in der nächsten Folge, dann am Dienstag, da kann ich ja dann, noch, ja, da gebe ich am besten mal Bescheid. Dann ist ja auch die Gruselnacht vorbei. Und so, jetzt muss ich mal kurz gucken. So, muss ich hier mein Zettelchen, der mir glatt hier wild vom Tisch fliegt. Ja, je. Okay, weiterhin, das hatte ich ja komplett vergessen. es ist tatsächlich, ich gehe mal hier drauf, es ist wieder Mega EP Day. Das Ganze läuft noch 19 Stunden. Wenn die Folge hochgeladen ist, dann wahrscheinlich ein bisschen weniger. Da gehe ich mal drauf. Und hier könnt ihr dann, ja, ist okay. So, hier sehen wir schon, dass man irgendwie, ja, halt mehr bekommt. Das mache ich jetzt auch nicht. Da muss man nämlich hier, muss man nämlich Geld zahlen. Und muss ich wieder runter scrollen. So. Warte, ich lese mir das mal kurz durch. Dann kann ich euch sagen, weil ich bin ja so clever. Ich bereite mich so gut darauf vor, dass ich das dann, naja. Ach so, okay. Ja, das, ja, eigentlich wusste ich das schon. Ja, aber das Kurzzeitgedächtnis setzt wieder zu. es ist tatsächlich so, dass man, wenn man im, auf der Bank sich sozusagen ein paar Tulpengulden dann kauft, ne, und wenn du das dann halt gekauft hast, bekommst du, sieht man dann hier, ist dann dein Wappen und du bekommst 100 mal was? 100? Okay. Plus 100% mehr EP. Sozusagen die doppelte Sache oder so. Das ist super. Ja. Ich mache hier noch ein bisschen Wasser. So. Ja, und die Gruselnacht, das kann ich ja nochmal schnell sagen, diese geht leider nicht lange. Die geht nur einen Tag. Also ab heute von
15 Uhr, hat die jetzt angefangen erst. Es ist ja jetzt auch gerade 15 Uhr. Kann ich das so schnell zeigen? Guckt mal. So, glaubt ihr, habe ich jetzt mal schnell meine Uhr gezeigt? So, es ist 15 Uhr. Weg damit. Ja, begonnen hat das jetzt 15 Uhr. Und ja, die läuft dann halt bis morgen. Also ein ganzer Tag. Ja, also dann würde ich sagen, dann war es das erstmal für diese Folge, für die kleine Special-Folge. Und ich bin mal gespannt, ob's, wie weit ich komme hier bei der Gruselnacht. Ich schätze mal nicht weit, weil die Zeit ist da einfach viel zu kurz. Und ich finde das natürlich, das System finde ich wirklich gut gemacht, dass es jedes Mal zum Monat, wenn es im Monat Vollmond ist, ich verquassel mich heute den ganzen Tag schon, dass da jedes Mal, wenn Vollmond ist, dieses Event ist, finde ich super. Was mich jetzt persönlich ein bisschen stört, ist, dass es ist ja Gruselnacht, ne? Und es ist nur einmal im Monat, wenn überhaupt. Oh, dann könnte man eventuell gucken, dass man, wenn man dann hier auf das Button drückt, hier, Gruselnacht, und dann hier reinkommt, dass da anfängt, solche Gruselmusik, solche Halloween-Musik abspielt. Das wäre schön. Auch im Allgemeinen, jedes Mal, wenn Gruselnacht ist, habe ich immer das Gefühl, es wäre Halloween. Keine Ahnung warum. Ja, so viel dazu. Und ja, dann würde ich sagen, dann war es erstmal für mich, für diese Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, dann wieder am Dienstag. Und ich hoffe, dass bis dahin ich einiges erreicht habe. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüssi.